Hallo, Freunde der Sonne. Der Pluto soll uns mal beschäftigen. Man könnte ja sagen, dahinter steckt oft ein großer Drang und es sind oftmals Inhalte gegeben, die typisch Skorpion verborgen werden. Also Skorpion, Pluto, das achte Haus, das sind die verborgenen Dinge. Normalerweise ist das auch so eine Schutzzone, sagen wir. Und jemand kann, zum Beispiel der Staat, sehr penetrant in Erscheinung treten, dadurch, dass er eben den Pluto selber sehr gut zu nutzen weiß. Der Staat baut Kraft auf, die jetzt auch Leute entfernt aus dem öffentlichen Leben. Gemäß der Gefahrenabwehr läuft das ja so ab, dass man nur dort Kraft aufbaut, also Widerstand zeigt, wo es die Gefahr erkannterweise gibt. Und das ist subjektiv. Wo Pluto in unsere Wahrnehmung kommt, ist freilich oft eine reale Gefahr gegeben. Es gibt Terrorgefahr und so weiter. Es gibt Dinge wie diesen Virus im Moment, wo sich auch kollektiv sehr viel regt. Und es sei dahingestellt, ob die Gefahr real ist oder nicht. Es ist eine kollektive Erscheinungswelt. Aber so oder so ist es subjektiv an die Wahrnehmung der jeweiligen Gefahr gebunden. Das heißt, es ist an einen Auftrag gebunden. Den Auftrag, die Welt so zu sehen, wie man es tut und dementsprechend einen Willen aufzubauen, den gibt man sich aber selbst. Es ist also alles letztlich subjektiv. Und der Pluto ist bei mir rot eingezeichnet, weil er oft eben diesen Auftrag beinhaltet. Da hat man etwas aufgespeichert und es ist das fixe Prinzip, das dann bis zu einer bestimmten selbstgegebenen Grenze Dinge toleriert. Ansonsten kann der Pluto eben sehr intolerant sein. Und da lässt man die Dinge nicht mehr sich selbst. Da verändert man sie. Und so ist es für einen Geheimdienst ein Werkzeug, Gefahren abzuwehren. Aber es kann natürlich auch missbraucht werden, je nach Herrscher, der da den Auftrag hat. Wo man also mit Nachdruck über alle bestehenden Verhältnisse hinweg wirken will, wo man bereit dazu ist, da ist man skrupellos, das ist Pluto. Und für einen Geheimdienst ist das natürlich auch eine interessante Angelegenheit, weil der Pluto steht ja jetzt auch für die Tarnung. Man möchte nicht erkannt werden bei seinen Aktivitäten, man möchte nicht erkannt werden in dem Willen, den man da zur Anwendung bringt. Gefahrenabwehr schlechthin. Auch im persönlichen Leben. Das sind unsere Vorstellungen von Gefahren. Und deswegen finde ich es ja auch interessant, den Putin und sein Russland zu betrachten. Und der FSB ist zwar vor seiner Amtszeit eingeführt, aber irgendwie hat man den Eindruck, es ist sehr stark assoziiert mit dem Putin. Dass man quasi immer wieder die Vermutung hat, er steckt hinter vielem, was jetzt der FSB mit seinem Netzwerk von Agenten eigentlich tut. Und dann ist der FSB natürlich auch ganz besonders daran interessiert, das ist wohl offensichtlich, missliebige Personen eben auch ausfindig zu machen, wie es jeder Geheimdienst von gewissen Staaten tut, die jetzt nicht, sagen wir mal, so demokratisch sind. Und es werden diese Oppositionellen oder auch Konkurrenten geradezu mittels des Geheimdienstes überwacht, um Informationen zu sammeln, die man eventuell gegen diese Person verwenden kann. Und beim FSB kann man nun auch sagen, da wird auch wohl offensichtlich schon mal ein Weg beschritten, diesen besonderen Giftstoff zu verwenden, um also wirklich auch Attentate durchzuführen. Das ist natürlich nie bewiesen, aber es gibt eben diese im Raum stehende Vermutung. Nun gibt es auch Vermutungen, zum Beispiel, die gehen bis in die Zeit der Bombenanschläge anno
1999. Und da greifen wir uns einfach mal eines heraus, ein Horoskop der Bombenexplosion, die eingestellt war auf 5.30 Uhr. Das ist natürlich spekulativ, die Zeit, ob der Zeitzünder auch wirklich jetzt akkurat die Zeit wiedergab, die es vor Ort jetzt gab. Und es ist andererseits auch kein Ereignis. Es ist andererseits gar kein Ereignis, da am Vorabend, am 22.09. die Bombe entdeckt wurde. Da hat sich jedenfalls der FSB, wenn wir der Theorie folgen, dass die zwei Leute, die da den Bombensack oder die Bombensäcke in den Keller geschuftet haben und dabei entdeckt wurden, wenn die also irgendwie mit dem FSB zusammenhängen, dann hat man natürlich so die Frage, kann man das astrologisch sagen? Es ist jedenfalls interessant, dass an diesem Tag, zu dieser Zeit, und ich denke mal, das sticht auch heraus von allen anderen Bombenanschlägen, hier einen besonderen Tag hat, wo die Bombe entschärft wurde, wo also der, wenn es der FSB war, versagt hat, wo er vielleicht auch in den Augen der Öffentlichkeit erkennbar wurde als Auftraggeber, sei es dahingestellt, ob er wirklich der Auftraggeber war. Der Chiron ist auf jeden Fall in genauer Konjunktion mit dem Pluto. Und der Chiron ist der des Tages bzw. der Zeit, wo es diesen verhinderten Bombenanschlag gab. Der Geheimdienst will geheim bleiben, er hat geheime Aufträge, er hat auch vor, das Geheime zu lüften, für sich selbst zumindest oder für die Auftraggeber, für die, die den FSB kontrollieren. Nun, meine Auffassung geht dahin, dass der Chiron im 10. Haus eben diese öffentliche Wahrnehmbarkeit des Geheimdienstes hier offensichtlich verletzt. Man könnte sagen, dieser 0. Grad von Pluto, Uranus und Merkur, wobei der Merkur eben der entscheidende Faktor ist, der jetzt hier was regelt. Wo auch gewisse Inszenierungen stattfinden können. Das ist ja eben der Merkur in Trigon zu dem Pluto, wo man jetzt auch die Bereiche erweitert, in denen man vorgehen will. Das ist mit diesen Anschlägen und auch den Giftanschlägen offenbar geworden, dass da etwas ist, wo der Geheimdienst offenbar nicht klug genug war, dass gewisse Dinge offenbar werden können, wie zum Beispiel, dass zwei Leute beobachtbar werden oder dass das Gift nur dem Russischen zuzuordnen ist, das da verwendet wird, weil es auch wieder ein Leak gab, wo Nowitschok der westlichen Öffentlichkeit mitgeteilt wurde durch einen Whistleblower. Mitsamt Probe des Materials. Offenbar wussten da schon einige interne Kräfte, dass Russland geheime Absichten verfolgt. Und so ist also der Oppositionelle schlechthin für mich jetzt der Mars. Und in einem zweiten FSB-Horoskop wohl die Inkraftsetzung der 12.04. Auch der Mond als Inbegriff des Volkes. Blättern wir zurück, da ist der Mond im 6. Haus und im 6. Haus ist die analytische Tätigkeit der Jungfrau zu finden und der Mond ist dort in einem Haus gelandet, wo er eben untersucht wird sozusagen. Das ist die grundsätzliche Funktion des Hauses. Der Mond steht für mich dann dort für den Umstand, dass die Leute auf dem Schreibtisch der Behörde landen und wie in einem Fließband eben kontrolliert werden. Ja, die Guten kommen ins Töpfchen und die Bösen, die gucken wir uns genauer an. Das ist wieder das Jungfrau-Prinzip, das sich in dem zweiten FSB-Horoskop mit dem Mond in Jungfrau nochmal bestätigt. Wenn man den Skorpion betrachtet, den Aszendenten, dann hat er ja immer als MC entweder das Löwezeichen, die Jungfrau, oder die Waage,
Und bei dem Jungfrauzeichen ist es für mich typisch, dass das, was man eben zu erkennen gibt von sich, durch eine genaue Auswahl gegangen ist. Und dieses Auswahlprinzip, das ist für mich eben inbegriffen des Skorpions. Da sucht man eben sehr genau aus, was man von sich auch preisgibt. Und das ist nun durch den Chiron im 10. Haus aufs Äußerste verletzt und durch die vielen Planeten auf dem 0. Grad, da der FSB hier zu sehr von sich überzeugt ist, unerkannt zu bleiben, da verliert man den Nach-Außen-Bezug sehr leicht, was natürlich auch wieder günstig ist für Unterwanderung. Und man kann annehmen, dass Putin diesen Geheimdienst einfach als Chef eigentlich benutzt. Und auch andere Geheimdienste haben übrigens oft den Skorpion als Aszendenten. Und es ist typisch für den Geheimdienst dabei ja auch in gewisser Weise skrupellos vorzugehen. Also nicht nur getarnt zu sein, sondern auch über die Grenzen hinaus, die Grenzen des Vernünftigen oder des Gesetzlichen, das eben so weit wie möglich auszuschöpfen, um eben die Gefahren, die es da alle gibt. Man ist ja der Gefahrenabwehrer. Also man erkennt Pluto und wird zum Pluto, indem man die Gefahr abwehrt. Da ist der BND eben oftmals genauso wie der FSB richtig unterwegs, um die üblen Verbrecher dingfest zu machen, die jetzt sagen wir Terroristen sind oder ähnliche Leute. Hier ist es interessant, dass der Mond eben im 6. Haus steht bei dem FSB. Horoskop, wo jetzt gewissermaßen das Volk gelandet ist. Und es ist so in meiner Anschauung, dass es auch folgerichtig ist, wenn der Mond an bestimmten Positionen steht. Wenn er im 1. Haus stehen würde, dann würde das so ein Zeichen sein, dass das Volk vereinnahmt wird von dem Geheimdienst. Wenn es jetzt im 6. Haus auf der rechten Seite oder oben im Horoskop, während die Planeten alle unten im Horoskop sind, sich an diesen Positionen das Volk befindet, das da untersucht wird und deswegen an diesen Orten der Mond auch ein guter Platz ist für einen Geheimdienst. Im 1. Haus wird das Volk vereinnahmt. Nun haben wir hier den FSB-Geheimdienst innen, die erste Variante, und es gibt den Chiron im Spiegelpunkt zu dem Radix Chiron, und wir hatten hier gesagt, da wird die Öffentlichkeit beim FSB eben gerne verletzt. Er möchte nicht öffentlich werden und er wird aber öffentlich. Und das ist ja irgendwie symptomatisch, wenn das Chiron, der laufende aktuelle Chiron, in einem Spiegelpunkt zu diesem verletzbaren Chiron des FSB-Horoskops steht. Und es ist interessant, dass die 7. Hausspitze, der Deszendent, das ist ja auch oft der Konfliktort für Auseinandersetzungen, dass das genau auf dem Saturn zu stehen kommt, auf dem Saturn des FSB-Horoskops. Ja, und ich denke, es sind schon Hinweise. Wir können auch das zweite Horoskop nehmen vom FSB und dann die Auslösungen betrachten 7 Jahre pro Haus und haben dann hier den Auslösungspunkt, den linken, der zwei Aspekte wirft, nämlich zwei haargenaue Trigone zu dem Jupiter und dem Mars. Das ist der linke Auslösungspunkt, der auf 13 Grad 57 ist, also sagen wir aufgerundet 14 Grad Trigon zum Jupiter und Trigon zum Mars. Und den Mars, den habe ich ja gekennzeichnet als die Projektion des Einzeltäters. Für den FSB ist dort der zu suchende Oppositionelle, Verbrecher, alle möglichen Leute können das sein, was sich eben jemand da aussucht, was jemand projiziert. Und der Chiron ist dann natürlich auch noch in Spiegelpunkt mit dem Radix Chiron, weil die beiden Zeitpunkte 3.4. und 12.4. liegen ja nicht weit auseinander. Es ist aber auch interessant, dass jetzt der Merkur von dem Giftanschlag, als der Nawalny in Omsk landete,
was ja für mich ein sehr hervorgehobener Zeitpunkt ist, die Landung in Omsk, Moskauer Zeit. Da ist der Merkur auf 0 Grad, ganz genau. Und damit auch im Quadrat zu dem Pluto. Und der Pluto für mich auf 0 Grad eben auch ein Inhaltsträger schlechthin. Und da ist eben der 0. Grad meiner Meinung nach leicht dafür zu gebrauchen, unterwandert zu werden. Also ich finde, da gibt es genug Hinweise, die mir das irgendwie so vor Augen führen. Und dann nochmal das Bombenanschlag, den verhinderten Bombenanschlag, wo der Chiron eben auf 0 Grad stehend in genauer Konjunktion mit dem Pluto ist. Und wenn wir dann überlegen, wie gewaltig diese Maßnahme ist von Bombenanschlägen, um sich an die Macht gewissermaßen zu pushen, und zwar diesen Text hier. Dann ist das mit dem Pluto auch sehr gut zu erklären, dass der Pluto eben so die Grenzen erweitert. Das ist seine Natur. Und da liegt eben ganz oft ein entscheidender Inhalt der Kontrolle hinter. Und wir haben ja auch noch den Mond im Quadrat zu dem Pluto. Wenn wir die Uhrzeit heranziehen, 5.30 Uhr, als die Bombe hätte zünden sollen. Wie dem auch sei, für den ganzen Tag gilt, ein Spiegelpunkt des Merkurs vom Anschlag, der verhindert wurde, zu dem Saturn mal wieder. Der rechte Auslösungspunkt – ich muss das Programm öfter mal antriggern – der rechte Auslösungspunkt ist auf 1 Grad 43. Er würde eigentlich jetzt für mich auch noch im Orbis des so wichtigen Plutos stehen. Denn der Orbis könnte sich meiner Meinung nach vergrößern, wenn es ein sehr wichtiger Planet ist. Und für diesen FSB ist der Pluto offensichtlich sehr wichtig, finde ich. Alleine weil er Aszendentenherrscher ist. Und der linke Auslösungspunkt, der hat dann auch noch, wie gesagt, das Trigon zu dem Jupiter und dem Mars. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber jedenfalls habe ich es jetzt gesagt. Und wenn wir jetzt die Häuserspitzen ja auch noch betrachten von dem Ereignis, dann ist hier die 6. Hausspitze genau über der 3. Unheimlich ist das. Und die 12. Hausspitze genau über der 9.